Everybody please put a thumb in the air. Sowas wie ein Wettkampf. Also ich habe mir sagen lassen, dass am Ende auch immer noch die besten Projekte quasi nochmal besonders gekürt werden. Und zockt ihr vielleicht auch gegeneinander? Gibt es hier Multiplayer-Games, wo dann quasi nochmal gegeneinander gespielt wird, wie auf einer richtigen LAN-Party? Es gibt Multiplayer-Games, definitiv. Und es gibt auch eine Siegerehrung, wobei wir das alles sehr, sehr klein halten. Also wir verlosen hier kein Auto oder so, also da soll sich keiner drum prügeln, also das ist alles sehr locker. Also am Anfang hatten wir 10 Kategorien, in denen man abstimmen konnte, irgendwie Fun, Grafik, Theme und diddle. Dann war uns das so viel und es wurde immer kleiner und letztendlich haben wir jetzt bei dem Game Jam Juroren und die sind hier und gucken sich die Spiele an und am Ende des Game Jams präsentiert nochmal jeder sein Game. Und dann werden auch schon die Sieger gekürt. Ist es denn wirklich schon mal dazu gekommen, dass der einer, der hier teilgenommen hat und sich besonders, sag ich mal, gut angestellt hat, bei euch angefangen hat? Oder vielleicht sogar, dass ein Spiel, was hier entwickelt wurde in der Vorläuferversion, schon mal in Richtung Umsetzung für den Browser geplant war? So weit ist es noch nicht gekommen. Also zumindest was das Spiel angeht. Also bis jetzt haben wir kein Spiel in unser Portfolio übernommen. Was natürlich nicht ausgeschlossen ist, wenn hier so ein Hit produziert wird. Aber und was das andere angeht mit dem Recruiting und so, das ist keine Recruiting-Veranstaltung. Hier ist auch keiner von der Human Resources oder so und schnackt die nicht alle an oder so. Das ist eher so, ich sag mal, Imagepflege, würde ich dazu sagen. Also wir präsentieren uns als die coole Firma, die wir sind. Und wenn die Leute, das ist die coole Möglichkeit, quasi InnoGames-Mitarbeiter kennenzulernen. Das heißt, die Leute, mit denen du halt arbeiten wirst, wenn du bei uns dich bewirbst. Von daher ist es halt eine coole Plattform, InnoGames kennenzulernen an sich. So, Michael, ich will dich nicht weiter von deiner Arbeit abhalten. Danke, dass du dich mit uns unterhalten hast. Und wir schauen uns hier noch ein bisschen um und belästigen andere Leute. Ja, sehr gerne. Danke dir. Hi. Hi. Wir haben dir vorhin schon gedroht. Oh nein. Jetzt ist es soweit. Okay. Wir belästigen dich. Ja. Woran arbeitest du gerade? Mehrere Sachen. Einmal Sound. Das mache ich über eine App hier, so eine einfache App, womit man Hintergrundmusik erstellen kann. Und dazu bin ich nebenbei noch an Maps. Ihr seid das Programmiererteam SVA nach? Genau, doch, das sind wir. Exakt, habe ich mir nämlich gedacht. Wofür steht SV? Schnelle Verarbeitung. Genau das, du hast es erfasst. Du konzipierst auf Papier noch, oldschool sozusagen. Ja, ich mache das Level-Design. Ich überlege, wie die Figur, also es ist so eine Art Rätselspiel und man muss die richtige Farbe haben, um bestimmte Felder bedienen zu können und ich überlege, welche Wege die Figur da laufen muss. Okay, ich merke schon, Farbe ist ein dominantes Thema hier. Die anderen machen auch viel mit Farbe. Ja, also schwarz und weiß halt. Man sieht hier, dass der Charakter auch in der Luft steht. Das liegt einfach daran, dass wir mit zwei Farben arbeiten. Black and White, wie überraschenderweise das Thema ist, und man das hier umstellen kann. Lustigerweise sieht man jetzt den Charakter auch nicht mehr, weil der schwarz ist. Da muss man wechseln auf den anderen Charakter und kann dann diesen Teil des Levels schaffen oder auch nicht. Du bist hier so ein bisschen der einsame Wolf. Alle sind so in Teams unterwegs und haben sich die Arbeit aufgeteilt und du stemmst das ganze Projekt auf deinen Schultern. Kann man auch so sagen, ja. Dürfen wir euch denn schon entlocken, was es grob werden wird, gameplay-mäßig so oder vom Setting her? Es wird eine Art Jump'n'Run, wo man ein Ei steuert und aufpassen muss, dass das nicht kaputt geht und das Ganze im asiatisch angehauchten Setting. Also quasi Yoshi nochmal ganz frisch aufgelegt. In geiler. In geiler. Yoshi in geiler, so kann man das Genre, glaube ich, nennen, oder? Ja, genau so. Alles klar. Erstmal Respekt dafür, aber du hast ja auch so eine Meditations-Lava-Lampe da bei dir stehen. Bei der Arbeit immer dabei sein. Geht nicht ohne. Das ist so der erste Schritt, den du machst mit dem Zeichnen, oder kommt da noch was davor? Das ist jetzt der erste Schritt fürs Level-Design schon, oder beziehungsweise der erste und einzige Schritt dann. Ich gebe den dann so weiter und die sollen den dann umsetzen und dann helfe ich nachher beim Zeichnen und dann setzen wir die Blöcke dann da rein. Aber jetzt ist doch mega spannend an. Von wo kommt ihr? Hattet ihr einen weiten Weg oder wohnt ihr direkt um die Ecke? Ich wohne direkt um die Ecke. Ich komme auch von InnoGames. Oh, okay.
Okay, dann hast du quasi Heimspiel. Ich habe ein Heimspiel, ja. Dementsprechend auch die schicke Grafik, weil ihr natürlich auch drei Leute direkt dran sitzen habt. Oder vier sogar? Wie weit geht euer Team? Gerade, ja. Vier Grafiker. Und unser Team ist der ganze große Tisch. Der ganze Tisch? Also seid ihr ja quasi, ihr seid das EA unter den Teilnehmern hier. Ihr habt quasi Manpower. Hohoho. Ja, und du? Ich komme aus Bielefeld, also habe einen etwas weiteren Weg. Und ja, Bielefeld gibt es. Das sind böse Zungen, die über Bielefeld lästern. Ich würde sowas nicht machen. Nein, natürlich nicht. Zurück zum Thema. Woran bastelst du denn genau? Ich bastel an einem mobile-fähigen Kugel-Jump-and-Run-Physics-Game. Ich bin für die Backgrounds zuständig, mit ihr hier. Und ja, wie er schon gesagt hat, asiatische Backgrounds und so simpel wie möglich. Simpel sieht das aber nicht so. Ich finde das sehr, sehr schick. Oh, danke. Auf jeden Fall mache ich gerade das Schiff-Level. Man muss das Ei über ganz viele Schiffe manövrieren. Und vom Prinzip her sieht es ungefähr so aus. Wir haben hier direkt Alpha-Footage. Habt ihr euch inspirieren lassen von der chinesischen Mythologie? Kennst du die Geschichte von dem Affenkönig? Nein. Die war Vorlage für Dragon Ball zum Beispiel. Dragon Ball kennst du aber, oder? Ja. Nicht so der Fan. Was? Du magst kein Dragon Ball? Nein. Okay, gehen wir weiter zum nächsten Team. Oh. Alles klar. Ich habe nur so ein bisschen auf deinen Bildschirm gelinst und das sieht ja schon fast so aus. Ja. Auf dem Papier. Genau, also ich hab erstmal angefangen, es digital zu zeichnen und habe dann überlegt, nee, so ist es einfacher, weil man damit eine bessere Übersicht hat. Aber das hilft mir trotzdem, das dann gleichzeitig zu haben. Funktioniert schon mal einwandfrei. Fantastisch. Wie ihr sehen könnt, tummeln sich auf dem Game Jam jede Menge talentierte Nachwuchsdesigner, Programmierer und Entwickler. Aber wie ein großer Denker unserer Zeit bereits einmal sagte, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Mit diesen Worten verabschieden wir uns aus Hamburg. Wir sind raus.